Oh, was die Eltern da wohl machen, ist die spannende Frage. Oh mein Gott. Was geht und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jonas und willkommen auf meinem Kanal. Heute ist ein besonderer Tag, denn, dass ich eine Brille trage, hat einen ganz besonderen Grund. Und zwar, dass ich immer noch genau der gleiche Vollmongo bin, mit und ohne Brille. Okay, Freunde, haben wir das auch mal geklärt. Nein, Leute, ganz ehrlich, heute ist der 24.12., das heißt, heute ist Heiligabend. Die Christen unter euch werden das Fest heute feiern, also ich auch. Und alle anderen verbringen vielleicht heute einfach so einen entspannten Tag mit der Familie, mit Freunden, was auch immer. Ich wünsche euch trotzdem auf jeden Fall alle jetzt schon mal einen schönen Abend und morgen schöne Weihnachtstage und lasst es euch gut gehen. Heute dachte ich aber ganz exklusiv dafür, wer... Oh, die Brille ist mir runtergefallen. Heute gibt es noch einmal eine Folge peinlicher Geschichten, und zwar peinliche Geschichten zu Weihnachten. Die letzte Geschichte ist auch wieder richtig geil, es geht mal wieder so ein bisschen um was Perverses. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Übrigens, alle Leute, die den Kanal gerade gucken und mich noch nicht abonniert haben, erstellt euch mal einen Account auf YouTube und abonniert mich, ist nämlich gratis. Ansonsten, Freunde, die Blätter sind bereit. Hier sind drei peinliche Geschichten für euch. Das sind Geschichten, die ihr mir vor einem Jahr zu der peinlichen Weihnachtsfolge unter das Video geschrieben habt. Also nicht wundern. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit diesen Geschichten. Geschichte 1 ist ein bisschen kürzer. Jonas, ich habe eine wirklich beschissen peinliche Story für dich an Weihnachten. Letztes Jahr waren wir bei meinem Onkel am ersten Weihnachtstag und mein Cousin, der ist 7 oder so, glaubt halt noch an den Weihnachtsmann. Ebenfalls saßen wir gerade beim Essen und ich, Vollidiot, habe halt angefangen zu erzählen, was ich am gestrigen Abend von meinen Eltern bekommen habe. Und in dem Moment wird es so mega ruhig am Tisch. Ich habe aber irgendwie nichts geschnallt, was die wollten, und habe dann meinen Cousin gefragt, was er denn dieses Jahr von seinen Eltern geschenkt bekommen hat. Und dann schnauzt mich plötzlich mein Onkel an und meinem Cousin wurde sofort klar, was abging, und er hat angefangen zu weinen. Dann schreibt er noch so, also hier nach dem Weinen so, ha 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 ha, richtig dumme Story. Okay, mein Lieber, da muss ich wirklich sagen, das ist wirklich eine dumme Story. Ist natürlich voll mies, wenn er noch an den Weihnachtsmann geglaubt hat und du nimmst ihm das dann einfach. Auf der anderen Seite wird mir gerade klar, dass meine Zuschauer ja auch alle 7 oder jünger sind und wahrscheinlich deswegen auch noch an den Weihnachtsmann glauben. Lasst euch nicht verwirren, Leute, den Weihnachtsmann gibt's auf jeden Fall. Das ist Geschichte Nummer 2, Freunde. Die spielt nicht an Weihnachten, aber ist trotzdem sehr witzig. Hey Jonas, ich habe auch eine ziemlich peinliche Geschichte für dich. Ich habe allgemein schon ziemlich viele peinliche Sachen erlebt, aber eine sehr peinliche hat sich vor circa einem Jahr zugetragen. Ich war mit einigen Freundinnen im Kino. Unsere Plätze waren in der Mitte der Reihe. Wir haben uns noch Popcorn und Nachos gekauft. Als wir wieder ins Kino kamen, war es schon ziemlich voll. Das heißt, wir mussten uns zu unseren Plätzen durchquetschen. Ich bin leider ein ziemlicher Tollpatsch und es war klar, dass irgendetwas passieren musste. Leute, diese Situation kommt mir so bekannt vor. Also ich kenne das einfach 1:1 auch. Ich finde es so schlimm mit diesen... Auf der einen Seite hat man seine Nachos, dann sein Getränk und sein Kinoticket muss man auch noch vorzeigen. Das ist für mich schon immer der Struggle des Todes. Ich hatte also eine Schachtel mit Nachos und Käsesoße in der Hand, die ziemlich voll war. Und dann passierte es, ich stolperte über irgendeine Tasche und flog natürlich hin. Habe mich aber gerade so noch gefangen, dass ich nur noch auf den Knien gelandet bin. Naja, aber direkt vor einer fremden Person, der ich ganz knapp noch meine ganze Käsesoße über den Schoß gekippt habe. Ich habe also sozusagen einen Kniefall vor ihr gemacht und bin dabei noch fast auf diese fremde Person geflogen. Derjenige hat mich so mega dumm angeschaut und mir war es super peinlich. Das Wiederaufstehen war auch nicht so leicht, weil es so eng war. Das heißt, es sah sehr bescheuert aus. Vor allem haben meine ganzen Freundinnen mega losgedacht und das ganze Kino hat es gesehen, weil wir ziemlich weit vorne saßen. Liebe Grüße, Nathalie17. Nathalie17, das ist auf jeden Fall, klingt auch mega mies. Ich frage mich, wenn du die Käsesoße über die Person geschubst hast, hast du dann einfach drauf geschissen oder hast du ihr nochmal, hast du das weggemacht oder bist du einfach weitergegangen? Das klingt ein bisschen asozial. Ja, Leute, das war unsere zweite Story und jetzt kommen wir zur dritten Story. Und die Geschichte, die habe ich eben zugeschickt bekommen und da habe ich gedacht, da erfinde ich jetzt schon mal einen Titel. Wahrscheinlich wird so auch der Videotitel heißen. Und zwar nenne ich jetzt die Story mal, was machen meine Eltern da? Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir legen mit der Geschichte los. Hallo Jonas, erstmal mega witziges Format. Vielen Dank, danke, du bist der Beste. Das ist jetzt eine Geschichte, die sich mir als Kind ereignet hat. Das ist nun doch schon etwas länger her. Jedenfalls war es damals an Heiligabend, dass ich nur einen Teil meiner Geschenke bekommen habe. Damals habe ich schon nicht mehr an den Weihnachtsmann geglaubt und deswegen haben mir meine Eltern am Abend erklärt, als ich etwas enttäuscht war, dass meine große Überraschung noch auf mich zukommt. Ich hatte das irgendwie so verstanden, dass ich es dann noch am selben Abend bekommen würde und habe deswegen sowieso schon nicht ganz verstanden, warum meine Eltern mich an diesem Abend dann einfach so mit einem Gute Nacht ins Bett geschickt haben. Ich dachte also, dass in der nächsten Stunde noch irgendwas passiert und ich meine Überraschung bekommen würde. Dabei meinten meine Eltern eigentlich den nächsten Weihnachtstag, habe ich da aber so gar nicht gecheckt. Ich, ungeduldiges Mädchen, warte also Minute für Minute unruhig in meinem Bettchen und nichts passiert. Also beschloss ich, mich selbst auf die Suche zu machen. Ich schlich mich im Haus herum und fand nichts. Als ich schließlich mal im Dachgeschoss, das war das Schlafzimmer meiner Eltern, vorbeisehen wollte, nahm ich seltsame Geräusche, aus deren Zimmer war. Vor allem drückte sich das durch ein Quetschen und ein Knarren aus. Oh, was die Eltern da wohl machen, ist die spannende Frage. Oh mein Gott.
Ich verstand absolut nicht, was meine Eltern darin taten und ging fest davon aus, dass sie gerade an meinem Geschenk bauten. Ist auch geil. Also legte ich mich vor die Tür und wartete, bis ich wohl sogar einschlief. Denn erst als meine Mutter, übrigens splitterfasernackt, nachts auch ins Bad gehen wollte und mich mit einem Schrei am Boden sah, wurde ich wach und ging verdattert wieder zurück in mein Bett. Ich erklärte meinen Eltern am nächsten Morgen die Situation und sie mussten sehr lachen. Erst ein paar Jahre später haben sie mir erklärt, was an diesem Abend eigentlich passiert ist. Echt eine verrückte Story. Okay, das ist echt richtig bescheuert. Man muss sich das mal vorstellen, so seine Eltern, so dabei, also ihr müsst mal, das ist die Idee, Leute, ihr müsst mal alle in die Kommentare schreiben, so richtig schön zu Weihnachten, Heiligabend, gesegnetes Fest. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihre Eltern schon mal beim, ihr wisst schon, was erwischt habt. Ja, aber ehrlich, das würde mich mal mega interessieren. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sie schon mal gehört habt, ob ihr sie schon mal sogar gesehen habt oder ob ihr mitgemacht. Okay, das wird jetzt ein bisschen krank. Also Leute, ihr dürft auf jeden Fall alles mal in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt, wünsche euch jetzt, wie gesagt, ein richtig frohes Fest. Lasst es euch heute gut gehen und alle, die es halt nicht fallen, einfach schöne Ferien, schöne Feiertage, was auch immer. Und mein Name ist Jonas, wir sehen uns trotzdem morgen um 16 Uhr wieder. Trotzdem einschalten, Freunde, nicht vergessen. Euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Ciao.